Okay, gut, dann geht's los. Moin Leute, Trimax hier. Wir befinden uns im Double XP Weekend und Double Weapon XP. Wir wollen ultra grinden, um die neuen Fähigkeiten, Waffenklassen, Feldausrüstungen, Extras, Munitionsmodifikationen. Dafür brauchst du zuerst die noch krasseren Ethereum-Kristalle und dann die makellosen Ethereum-Kristalle. Da gibt es verschiedene Methoden, um das Ganze hinzukriegen. Wir werden jetzt erstmal das neue Ausbruch-Event zocken, was ganz geil ist. Wenn euch die Call of Duty-Videos gefallen, ich möchte auch noch Dark Aether grinden, gerne den Second Try-Kanal kostenlos abonnieren, da kommt das Ganze. Und ihr könnt mich hier als Unterstützer angeben. Aber nur, und das wissen viele nicht, Trimax, alles Caps Lock, sonst funktioniert es nicht. Übel wack. Das macht gefühlt niemand. Das kostet gar nichts, aber wenn das jemand macht, freue ich mich sehr darüber. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich zock die neue Waffe, Pfarrer. Ich brauche hier nur zwei. Wir machen die Pfarrer und die Krieg. Das schaffe ich sogar in einer Runde. Das war's dann? Dann habe ich Dark Aether? Leute, ist euch das bewusst? Überlegt euch mal ganz kurz. Die Sigma 2, 4 Elite-Kills. RPG, Schaden machen, ohne Damage zu kassieren. Magnum, 700 Headshots. Diamati, ein Elite-Kill. Bullfrog, ein Elite-Kill. Krieg, drei Elite-Kills. Pharah, 600 Headshots. Dann hab ich Dark Aether. Der ultimative Landlord. Alter, da bist du. Komm ran. Ich wollte gerade. Ich hab dir jetzt auf. Jetzt einfach Handy in der Hand und schreib dir auf WhatsApp. Echt? Komm ran auf Meter. Jetzt, in dieser Sekunde, habe ich dir gerade den Chat geöffnet. Lol. Und dann talkst du mir hier aufs Ohr. Chat, wie kriegt man die krasseren Ether-Kristalle? Die kriegt ihr als erstes den. Es gibt Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Ich exfiltriere mal auf 36. Ist auch das Beste. Immer wieder bis Runde 26, bis Runde 36 kommen. Immer wieder Runde. Ich glaube, Runde 36 und exfiltrieren gibt dir jedes Mal 7 Stück, glaube ich. Und schaltet Leute, ich habe euren jetzt extra Feind was aus. ganz Spezielles vorbereitet. Ich habe extra, völlig dumm und überteuert, Was? Pistole upgegradet. Nochmal 25% mehr Headshot-Damage. Und ich habe schon Deadshot-Daikiri hochgegradet. Wenn ich ein Ziel mehrmals treffe, geht der Damage hoch. Wenn ein Ziel geslowt ist, bei Kryo, mache ich 25% mehr Damage. Der erste Shot macht 100% mehr Damage. Headshots 150% plus 10% extra mehr Damage. Und jetzt noch die Magnum Headshot Damage 25% gesteigert. Also jetzt ist halt. Da haben die Elite-Gegner gar keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht warum. Die Magnum macht irgendwie auf Elite-Gegner noch extra Damage. Und jeder Shot aufs gleiche Ziel hintereinander steigert den Schaden nochmal um 2% je Shot. Zirkel. Glaubst du, wir kommen bis Runde 36? Ja. Was? Und exfiltrieren? Der wurde deutlich schwerer, der Zombie-Modus, ne? Deutlich schwerer. Ja, weil so viele Extras gibt, die einen so OP machen. Und wir haben die noch nicht. Wir schaffen das hundertprozentig nicht. Und du sagst ja. Ich habe zwar länger kein Zombie mehr gespielt, aber ich habe auch oft nachts gegrindet mit Brother of the E und so. Echt? Ja, da als ich die ganzen Waffen leveln musste. Du hast ja schon alles gelevelt gehabt. Ja. Da war ich mit Sitzkartoffel in der Lobby und mit Brother of the E, da bin ich ja die ganze Zeit hier rumgerannt. Ist auch sau chillig, ehrlich gesagt. Haben wir irgendwelche Dokus angeguckt? Hä, ich hab ein paar Tricks im Post, weil ich schon ewig keinen Song mehr. Ja, was ist das für Damage? Was mache ich für Damage an dem? Ja, siehst du das? Lass mal einen Kleinen gleich da. Ich will den mal alleine kurz damagen. Das gibt's doch gar nicht. Zeig mal. Hä? Ah, der Spruch passt. Elite? Wohl kaum. Weil der einfach umfällt. What the fuck ist das? Seht ihr das? Ey, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich. Die Waffe macht auch Spaß. Welche Füße denn? Magnum. Magnum Akimbo mit extra Hyper-Todes-Ultra-Damage. Ich mache am Ende bestimmt 100.000er Crits. Dicker ist da.
Nicht Dicker ist tot. Ich habe ihn noch out of map getötet. Der ist so lost, der Dicke. Was war das denn? Einfach den Dicken noch im Spawn getötet. Nochmal. Ich war zu gierig, Es ist satisfying, die ganzen Zombie-Köpfe zu schießen. Ja, ist es, ne? Du als außenstehender Spieler, wie geil ist das bitte einfach? Warum ist das so satisfying? Weiß es auch nicht, ich bin eigentlich so übel dumm. Dämon ausgeschaltet. Was ist das? So, das war zwar ein Waste. Rein rational gesehen macht das überhaupt keinen Sinn, dass ich die Waffe geupgradet habe. Aber diese Magnum-Action, die kann mir keiner nehmen. Das geht ja erst noch ab. Das skaliert ja dann erst im Late. Die, ist ja, die fallen einfach um mich. Das sind Körpertreffer, die liegen einfach. Ah! Musste jumpen. Ich war wieder zu gierig. Komm schon, bitte, bitte. Ja, ich hab's geschafft. Boom. Gold. Diamati auf Gold. Let's go. Stark, Schiffruhe, stark. Das ist der Skin auf Gold, oder was? Ja, ich hab die Waffe auf Gold. Brauche ich nur noch die Magnum auf Gold. Dann hab ich meine Pistole auf Pestdiamant. Da ist noch ein Butter. Also die Waffe ist so satisfying. Ich mach da nochmal ein Video über die Klasse genau. Das ist wie durchgeht Insta-Kills, ist ja völlig unbalanced. Hä, ist der gerade am Fliegen gewesen? Lass den Dick mal übrig und guck ihn dir mal kurz an, ja? Mhm. Hä, wie viel Damage machst du auf den, hä? Irgendwie unlogisch. Die fallen einfach um. Ich mach gar nichts. Junge, ich muss 50.000 Magazine auf den schießen. Ich geb meine Muni dabei leer. Ich habe meine Waffe so gepimpt, dass sie jetzt so quasi dauerhaft Turbo-Insta-Kill ist. Hier unten Quick Revive hast du dir geholt, ne? Wie viele Extras hast du jetzt gerade? Alle. Wie viel sind alle? Zähl mal auf. 4, 6, 7. 7, ich habe zum 5. Elementarlimo lasse ich weg. Dann gibt's 6, die du brauchst. Ich will Grabstein, hab ich einen Grabstein, schaffe. Schiffruhe down, ich revive ihn gleich. Jetzt hat der Typ wieder schon wieder die Hirnfäule. Rastet halt übel aus und schlägt immer seinen Kollegen die ganze Zeit in die Fresse. Das Blöde ist, bei diesem Power Magnum schieße ich einen Zombie ins Bein, ja? Was ja passieren kann bei der Streuung mit Akimbo, ne? Mhm. Ist das einfach ein Crawler? Ich schieße ihn einfach das Bein ab. Jawohl. Ein Schuss ins Bein mit der Waffe ist Bein weg. Das ist natürlich ein Nachteil, da habe ich hier Crawler, die machen auch meinen Train kaputt. Dann denkst du auf einmal so, hör, wie kann ich nicht weiterlaufen? Guck mal, unten ist da ein Zombie ohne Beine. Stehst du da wegen Zombie ohne Beine, Junge? Wie eine reife Papaya. Warum ist das so satisfying? Wahnsinn, Wahnsinn! Das ist doch so krank! Ich mach gleich aus, Digga. Ich mach gleich aus. Ey, was ich vorhin vergessen hab, Max. Ja. Nix. Oh. Alter, ich hab so Spaß, Alter. WTF.
Alter, ich seh's dir richtig an deinem Gesicht, Mann. Du bist so richtig erfüllt die ganze Zeit. Ich bin so doll. Codenoschen. Grinding, wie Dark Ether. War er gut? Nein, das ist nur Müll, deswegen findest du das lustig. Ja, war witzig, Mann. Aber es ist so geil, wenn das einfach so aus dem Nichts einfach reinkommt. Wenn wir das echt schaffen, Runde 36 abzuhauen, sind wir Legenden, das ist klar. Ja, vor allen Dingen du, Chef Strubel, dass du noch lebst, finde ich krass. Du bist ja gar nicht so blöd, wie du aussiehst, ne? Oder? Ey, keine Ahnung. Wie sehe ich denn aus? Völlig bescheuert. Nein. Chillig. Abwasch, Mund tot, vorbei. Chillig, wer sagt, dass du selber jetzt chillig aus? Du siehst chillig einfach aussehen. Chillig aus. Ja, ich glaube, ich lebe schon seit über einem Jahr jetzt einfach nur jeden Tag mit Jogginghose. Einfach chillig. Mhm. Ja, und da wahrscheinlich... Ich hab's! Diamanttarnungen, Pestdiamant, Gold Magnum, Pestdiamantpistolen. Holy shit! Mensch, Markus. Der hat mich getroffen. Na, aber nicht. Ist so. Der war vor mir in der Sendung, wo der weiß denn sowas. Der war kein Kanner. Wir kriegen jetzt mal die Liegekiste für die Waffe. Ja, hab sie! What the fuck, Mann? Wie krass! Ich habe in einer Runde 3 Waffengold gemacht? Ich habe mehr Mojo denn je? Ja, jetzt gehe ich aufs Ganze. Scheiß drauf. Jetzt hole ich mir hier noch eine Waffe irgendwie. Hallo? Bist du tot? Nee, ich bin hier aus diesem Menü rausgekommen. Hey, Mensch, Markus, ist echt 60 Jahre alt? Junge, was? Die sind alle 60, Mann. Du bist so lost. Junge, ich bin gar nicht... Schuss, Schuss, ich hallo, ich bin Schuss, Schuss, ich bin immer 14. Ja, ich sag doch, ich hatte einmal... ich hatte immer ein Perfect für ein Game. Das war einfach 1:1 von Clash Royale abgeschaut. Nur mit Panzern. Junge, das war... Ich hab so bereut, das angenommen zu haben, weil das Game so scheiße war. Du hast das denn angenommen? Ich weiß es nicht. Ich hab fast geweint. Ja, ich wieder mal auf dieses andere Game. Das war so ein... Das war sowas ähnliches wie keine Ahnung. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist einfach für Scheiß-Games Product Placements gemacht. Wir sind doch damals zusammen zu Freaks gegangen und haben gesagt, wir machen nur das, wo wir Bock drauf haben. Wir machen keine Scheiße. Ja, mir wurde dann hast du heimlich Scheiße im Hintergrund gemacht. Wir haben uns die kleinen Fingerschwur gegeben. Wir haben Blutsbrüderschaft gemacht. Dass wir keine scheiß Mobile-Apps bewerben. Ja, mir wurde das als gut verkauft. Das war, aber die war ja noch eigentlich chillig. Junge, das allererste, das war bodenlos, das Game. Ich weiß auch bis heute nicht, warum mir das als gut verkauft worden ist. Geil gewesen. In 10 Minuten geht's los? In 10 Minuten ist es schon 3? Hey, wir schaffen das nicht zu escapen. Doch, schaffen wir noch. Ja, nicht mit der Einstellung. Hast du schon mal Gewinner so reden hören, Max? Jetzt komm, motivier dich mal. Everybody an und der Chat believed. Ja, wir können es echt schaffen, Chef Strube. Komm schon. Ja. Damage dir einfach mal, Junge. Wir müssen in der nächsten Runde direkt abhauen. Das muss klappen. Der Schuh, du bist gleich der Heli. Hol dir schon mal ein. Du bist der Heli. Ich bin die Gatling Gun. Wie hast du das gerade genannt? Gatling Gun. Soll ich anmachen? Das? Ja, mach an, das Ding hier. Noch nicht annehmen? Ich muss jetzt noch... Du hast Heli, ne? Ja, ja. So, dann kaufe ich mir jetzt schnell die hier und die Gatling Gun. Kann ich jetzt annehmen? Warte ganz kurz, ich muss noch rüber. Nimm jetzt an. Okay, nimm an. Los. Logan Paul geht los. Wir sind hier fertig, Weaver. Hol uns. Soll ich schon direkt in Heli rein? Ja. Heli rein. Sauber. Splitte den Dicken und dann... Erst alle Zombies wegsprayen, dann den Dicken splitten und dann wieder Zombies wegsprayen. Ich bin stuck, muss supporten. Da ist der Dicke. Ein Monkey. Bin wieder da. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. So, die Gatling raus. Dämon ausgeschaltet. Affe. Geschafft!
Wie, ey! Wie gut! Scheiße, wir schaffen es nicht, oder so? Ich hätte nie gedacht, dass wir das packen. Es ist 2.57 Uhr. Wir haben es gerade. Oh mein Gott, guck mal, was wir kriegen. Nochmal. Eben gerade bekommen und jetzt nochmal. Und Level up, Level 42. 2 Minuten vor Start. Junge, einfach einfacher als davor. Er labert mich voll. Digga, Chef Strobel. Das war ja unglaublich geil. Das war ja so geil. Fuck you. Du hast gerockt. Junge, richtig viel Belohnungen, oder? Ja, ja, brutal. Ich habe 3 Waffen auf Gold gemacht. Wie geil bin ich bitte? 4 makellose Ethereum-Kristalle. 8 veredelte Ethereum-Kristalle. Pestolen-Pest-Diamant. Ich hab 14. Magnum-Gold, Diamati-Gold. Krieg-6-Gold. Wahnsinn. Oh, nice, Mann. Das kann ich alles durchstreichen. Ich brauche nur noch 4 Waffen und die Snipes. Ist das geil. Chef Strobel, das war Wahnsinn. Alter, war das geil. Chef Strobel, das war einfach legendär. PlayStation ausmachen. Chef Strobel, das war so gut. Bist du dumm? Das war nice, ja, Mann. Das hab ich mit allem probiert. Einmal ist das Game abgestürzt. Einmal musste jemand los. Einmal haben wir es nicht geschafft. Einmal war, weiß ich nicht.